Fußballfreunde, in diesem Video werden wir herausfinden, welches Bundesland das Beste in FIFA 23 ist. Ich habe dazu die besten Spieler, die in jedem Bundesland geboren wurden, rausgesucht und sie zu verschiedenen Vereinen aus den jeweiligen Bundesländern gepackt. Das Bundesland Bayern wird zum Beispiel vom FC Bayern vertreten und Nordrhein-Westfalen vom FC Schalke 04. Sorry an alle Dortmund-Fans. Die 16 Bundesländer werden jetzt im ultimativen Pokalwettbewerb gegeneinander antreten und wir finden am Ende raus, welches Bundesland das Beste in FIFA 23 ist. Wir gucken uns jetzt die Teams im Detail an und starten mit dem FC Bayern. Aber bevor wir das tun, noch einen Shoutout an den lieben Hansus. Der hat das Ganze auch schon mal in FIFA 22 gemacht. Hansus. Wir machen das Unmögliche immer möglich. Aber zurück zum Bundesland Bayern, das vom FC Bayern repräsentiert wird. Aber ganz ehrlich, so gut sind die gar nicht. Klar, ein 87er Thomas Müller als Kapitän und auch ein paar 80er Spieler, aber ansonsten ist es einfach eine durchschnittliche Mannschaft. Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Wir gehen weiter nach Baden-Württemberg und das wird vom VfB Stuttgart repräsentiert und holy sch**, das ist eine richtig gute Mannschaft, Freunde. Guckt euch die Startelf mal an. Jeder Spieler hat zumindest ein 80er Rating in dieser Startelf und mit Joshua Kimmich hat man auch noch den besten Spieler der Bundesliga. Kimmich ist natürlich auch Kapitän und die Mannschaft ist ein ganz, ganz heißer Titelkandidat. Eher kein Titelkandidat ist der FC Saarbrücken, der das Saarland repräsentiert und die Mannschaft ist nicht wirklich gut. Jonas Hector und ein 86er Kevin Trapp mit Abstand die beiden besten Spieler, aber vielleicht wird Schmidt ja der Haaland aus dem Saarland. Oh Gott, war der schlecht. Nee, Spaß, Freunde. Die Mannschaft wird nichts mit dem Titel zu tun haben. Ja, das ist richtig. Als nächstes geht's nach Rheinland-Pfalz und zwar zum FSV Mainz 05. Und ich muss sagen, die Mannschaft ist ähnlich gut wie die von Bayern. Nur die Formation, ja, die ist ein bisschen kurios. Und während wir nach Hessen weitergehen zum SV Darmstadt 98, schreib mir du doch gerne in die Kommentare, aus welchem Bundesland du kommst und wer du glaubst, dass dieses Battle gewinnen wird. Aber hey, nicht schummeln. Und ich muss sagen, die Hessen haben eine echt solide Mannschaft zusammen. Emre Can, Niklas Süle oder auch Stefan Ortega als sicherer Rückhalt. Einzig auf den Außenverteidigerpositionen. Ah, da sieht's nicht so gut aus. Aber die Hessen haben vielleicht durchaus Außenseiterchancen. Darmstadt! Darmstadt! Ja. Ganz klar. Im Gegensatz zum FC Schalke 04, der Nordrhein-Westfalen repräsentiert. Und das ist mit Abstand die beste Mannschaft in diesem Turnier. Ja, das ist richtig. Ich meine, guckt euch das mal an. Die Mannschaft ist gespickt mit Topstars. Leroy Sané, Leon Goretzka oder auch Manuel Neuer. Ja, moin. Und mit Marc-André Ter Stegen haben sie auch noch einen 88er Torhüter auf der Ersatzbank. NRW neben Baden-Württemberg also ein ganz, ganz heißer Titelkandidat. Und von NRW geht's nach Thüringen zu Rot-Weiß Essen. Die sollen eigentlich Rot-Weiß Erfurt repräsentieren, aber die sind leider nicht in FIFA. Und ich sag mal so, auch wenn die Mannschaft Lubongo Mbongo im Team hat, ist sie nicht so der Burner. Oh Gott, war der schlecht. Sachsen wird repräsentiert von RB Leipzig. Ja, auch hier bunt gemischt. 67er, 80er, 70er. Also da ist eigentlich alles dabei. Relatives Mittelfeld. Der erste FC Magdeburg steht für Sachsen-Anhalt und die haben 1,5 Sterne und sind wirklich eins der schlechtesten Teams in dieser Challenge. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Sorry, aber mit einem 57er Innenverteidiger und einem 62er Torhüter wirst du nichts gewinnen. Da kann auch Niklas Sommer als Kapitän nichts daran ändern. Es geht weiter in die Hauptstadt Berlin, repräsentiert von Union Berlin. Auch das eine sehr ausgeglichene, sehr solide Mannschaft und mit Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung natürlich mit einem absoluten Brecher. Weiter geht's nach Brandenburg, vertreten durch Hertha BSC und auch das Team ist nicht gut. Nein, doch. Vor allem die Dichte im Kader, eieiei, hier mit einem 53er, einem 54er auf der Ersatzbank, das wird schwierig. Wir kommen zu Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch Hansa Rostock und das ist mit einem Stern die schlechteste Mannschaft in dieser Challenge. Ja, dagegen spricht gar nichts. Ja, mit der Verteidigung, da bin ich mal richtig gespannt. Niedersachsen wird vertreten von Wolfsburg, ganz solide Mannschaft und natürlich den Goat Niklas Füllkrug im Sturm. Werder Bremen repräsentiert, Überraschung, Bremen, aber auch hier nur 2 Sterne unterwegs. Ebenso der Hamburger SV, der Hamburg repräsentiert und die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, bis auf den Torhüter. Aber wer weiß, vielleicht kann Schupo Goating das im Sturm regeln. Und zum Schluss Schleswig-Holstein, vertreten durch Holstein Kiel mit einem 3-Sterne-Team und einer wilden 4-2-4-Formation. Mein Tipp ist, dass NRW dieses Turnier gewinnt. Schreib deinen Tipp jetzt gerne in die Kommentare. Und wir starten jetzt ins Turnier mit Brandenburg gegen Sachsen. Und es wird ein Unentschieden. Hessen schlägt das Saarland mit 2-0. Rheinland-Pfalz-Bayern 2-2. MacPom schlägt Hamburg. Puh, erste Überraschung. Aber gut, dass sich ausgerechnet der HSV gegen ein 1-Sterne-Team blamiert, das kannst du dir nicht ausdenken. Das muss man erstmal realisieren. Sachsen-Anhalt schlägt Berlin. Oh, und es kommt zum Kracher in Gruppe C. Baden-Württemberg gegen NRW. Und wer kann dieses Top-Duell für sich entscheiden? Und es ist NRW mit 2-0. Wie gesagt, mein Tipp für den Turniersieg. Niedersachsen, Schleswig-Holstein 3-1. Bremen gegen Thüringen unentschieden. Und so sehen die Tabellen nach dem ersten von 3 Spieltagen aus.
Hessen lässt Punkte gegen Brandenburg liegen. Das Saarland holt einen Punkt gegen Sachsen. Auch MacPom und Rheinland-Pfalz einen Unentschieden. Die Bayern schlagen standardgemäß die Hamburger. Baden-Württemberg patzt gegen Berlin und das wird richtig eng. Und NRW nimmt Sachsen-Anhalt hops. Niedersachsen schlägt Bremen mit 3:2 und Thüringen verliert 2:3 gegen Schleswig-Holstein. Das hier sind also die Tabellen nach dem zweiten von drei Spieltagen und die größte Überraschung bisher ist einfach, dass Baden-Württemberg auf dem letzten Platz liegt mit dem Kader. Nein, doch. Eieiei, die werden doch hier nicht tatsächlich schon in der Gruppenphase rausfliegen, oder? Eieiei, das Saarland schlägt Brandenburg mit 4:3. Und die Sachsen gehen gegen die Hessen mit 1:3 unter. Rheinland-Pfalz gegen Hamburg endet unentschieden. Die Bayern feiern ein Torfestival gegen Mecklenburg-Vorpommern 4:1. Schisch. Und NRW auch gegen Berlin gnadenlos mit 3:0. Und für Baden-Württemberg geht's gegen Sachsen-Anhalt jetzt um alles. Können sie noch weiterkommen und es wird ein souveränes 3:0. Gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen, Baden-Württemberg. Niedersachsen mit Thüringen mit 4:0 um und Schleswig-Holstein gegen Bremen 2:2. Die Gruppenphase ist durch, Freunde, und das hier sind die Viertelfinalspiele. Ein spannendes Duell zwischen Hessen und Baden-Württemberg. David gegen Goliath bei NRW gegen Saarland. Norden gegen Süden bei Bayern gegen Schleswig-Holstein. Und zu guter Letzt Niedersachsen gegen Mecklenburg-Vorpommern. Aber Respekt an Mecklenburg-Vorpommern, die es als schlechteste Mannschaft mit einem 1-Sterne-Rating einfach ins Viertelfinale geschafft haben. Das ist nicht der... Das ist... Und wer weiß, vielleicht ist jetzt auch die große Überraschung möglich. Wir starten aber jetzt mit Hessen gegen Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg kann das Duell knapp aber doch mit 2:1 für sich entscheiden. NRW gegen Saarland, das dürfte für NRW doch eigentlich kein Problem sein. Und ja, viel ist in dem Spiel nicht passiert, aber ein knappes 1:0 reicht für NRW. Bayern gewinnt ganz souverän mit 3:1 gegen Schleswig-Holstein. Und jetzt die Frage, kann Schleswig-Holstein gegen Niedersachsen überraschen? Antwort! Nein, Niedersachsen gewinnt mit 2:0. Und somit stehen die Halbfinalspiele der echte Kracher Baden-Württemberg gegen NRW und Bayern gegen Niedersachsen. Ja, und das hier ist ein 50-50-Spiel und das vorgezogene Finale. Wer kann das Duell jetzt gewinnen? Und es ist NRW ganz, ganz knapp vor Schluss. 84. Minute, İlkay Gündoğan mit dem entscheidenden 1:0. Und NRW ist somit im Finale. Aber wer folgt nach? Bayern oder Niedersachsen? Und die Antwort ist Bayern. 2:2, 4:3 im Elfmeterschießen. Ganz, ganz knappe Kiste. Und die Bayern haben es mal wieder in ein Finale geschafft. Und im Finale stehen NRW und Bayern. Und mit Schalke und Bayern auch die besten beiden Mannschaften der Fußball-Bundesliga. Ja, fast. Das muss man erstmal realisieren. Jetzt ist natürlich die Frage, kann NRW seiner Favoritenrolle gerecht werden oder gewinnt Bayern dieses Duell? Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Das ist spannend und es ist NRW 3:1 und NRW ist das beste Bundesland in FIFA 23. Das muss man erstmal realisieren. Und by the way, Top-Torjäger war Kevin Under von den Niedersachsen mit 6 Toren. Und weil mein Tipp richtig war, lass du jetzt ein fettes Sü auf dem Like-Button. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und als nächstes angucken. Ja.